Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe den Traum von einem Sachsen, in dem wir nachhaltig mit Ressourcen umgehen und unsere Entscheidungen am Gemeinwohl orientieren. Alle Menschen, die hier leben, haben die gleichen Chancen auf Kultur und Bildung und Lust, ein gutes Zusammenleben zu gestalten. Ein beherztes Sachsen, ein aufgeklärtes Sachsen, ein fortschrittliches Sachsen. Aus einer Vision konkrete Ideen entwickeln, sie in Einzelschritte teilen und losgehen und dabei die Vision im Auge behalten. Darin, denke ich, ähnelt kreatives Denken dem politischen. Ich bin von Beruf Autorin. Seit den fremdenfeindlichen Vorfällen von 2015/16 kann ich nicht mehr in Ruhe am Schreibtisch sitzen, denn ich kann nicht zuschauen, wie wir womöglich ein zweites Mal in sehr dunkle Zeiten steuern. Seitdem bin ich aktiv bei den Grünen und auch Mitglied der LAG Kultur. Mit meiner Initiative Literatur statt Brandsätze und unserem Verein Lauter Leise sind wir mit jährlich 30 künstlerischen Aktionen in ganz Sachsen unterwegs. Immer geht es darum, konstruktives Gespräch zu befördern. Aus dieser Tätigkeit weiß ich aber auch, welche weiteren Weichenstellungen in der demokratischen und kulturellen Bildung notwendig wären. Seit 5 Monaten bin ich Mitarbeiterin in unserer Landtagsfraktion und habe so die Möglichkeit, parlamentarische Instrumente kennenzulernen. Gerade haben wir einen Antrag mit Provenienzforschern zusammen und für sie entwickelt. Ich spreche immer lieber mit meinen Mitmenschen als über sie. Als Grüne können wir die Partei sein, die eine Brücke schlägt zwischen den Ideen, der Expertise unserer Mitmenschen und der politischen Umsetzungsebene. Politik steuert die Vorgänge in unserer Gesellschaft über Gesetze und Geld. Erstrebenswerterweise schafft sie den Rahmen, in dem Menschen selbstständig und im Sinne der Gemeinwohlorientierung handeln können. Vielleicht muss Politik zurzeit noch eine andere Aufgabe übernehmen. In einer Zeit, in der der Minimalkonsens des Zusammenlebens kleiner wird und der autoritäre Arm in die Demokratie ragt, muss der Wertediskurs moderiert werden. Denn Demokratie ist nicht zu verwechseln mit laissez-faire. Sie braucht gemeinsam entwickelte Regeln und klar und hörbar immer wieder Positionierung. Rassismus, Lügen, Hetze, Demokratiezersetzung haben in Sachsen keinen Platz. Das müssen wir bei Demonstrationen, bei Counterspeech im Netz immer wieder sagen. Immer wieder. Ich bin Direktkandidatin für den Wahlkreis 34 von Schkeuditz bis Delitzsch. Ich möchte die regionalen Initiativen und Anliegen aus Nordsachsen im Landtag vertreten, in engem Austausch mit den Grünen, die dort vor Ort schon lange die Fahne der Grünen hochhalten. Dass ich dafür das Votum einstimmig erhalten habe, rührt und verpflichtet mich gleichzeitig. In Nordsachsen geht es um Themenfelder wie Massentierhaltung mit ungenügendem Tierschutz, Gülleaufbringung, Antibiotikaeinsatz, was kontrolliert und abgesenkt werden muss. Darum ist es wichtig, Anreize für Landwirte zu schaffen, also öffentliches Geld für klar definierte Leistungen für Biodiversität, Klima- und Wasserschutz. Es geht um nächtlichen Fluglärm durch das Frachtdrehkreuz von DHL. Alles, was mit privatwirtschaftlichen Unternehmen und vielen verschiedenen Ebenen, auch der europäischen, zu tun hat, heißt ein sehr dickes Brett zu bohren. Aber es kann einfach nicht sein, dass Menschen Nacht für Nacht Lärm ertragen müssen. Von 0 bis 5 Uhr 160 Flüge pro Nacht. Unsere Region braucht eine starke Wirtschaft, aber müssen das Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor sein und muss das Nacht sein? Demgegenüber stehen Lebensqualität und Gesundheit der Menschen und das muss Vorrang haben. Bei der demografischen Entwicklung, Gerhard Liebscher hat es auch angedeutet, wird sich einiges verändern. Ab 2025 wird die Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen den größten Anteil stellen. Ältere Menschen möchten gerne in ihrer gewohnten Umgebung bleiben und dazu braucht es Pflegeangebote und Ärzte. 70% der Kinder und Jugendlichen leben im ländlichen Raum. Wenn es gut läuft, können sie den Schulbus für ihre Freizeitangebote nutzen. Wenn es schlecht läuft, müssen sie die Eltern herumfahren, bis sie endlich selbst Fahrerlaubnis und Fahrzeug besitzen. Das kann weder für unser Klima noch für ein selbstbestimmtes Leben eine Antwort sein.
ÖPNV-Anbindung im Stundentakt, das ist ein Mammutprojekt, aber der Sachsentakt ist unsere grüne Antwort und es wird Zeit, dass wir sie endlich umsetzen können. Kultur, Arbeit, Bildung dürfen sich nicht auf Großstädte und Mittelzentren konzentrieren. Wenn wir Weltoffenheit stärken und Rechtspopulismus den Wind aus den Segeln nehmen wollen, dann ist regionale Identität wichtig. Besonders, weil bei uns 1990 das Land überschrieb wurde, es folgten die Kreisgebietsreformen und die grenzenlose Freiheit in Europa. Manche lieben sie, wie ich, und andere suchen Halt. Ich denke an Dörfer, an denen PfarrerInnen nur noch alle paar Wochen vorbeikommen, an Orte, an denen kein Gasthof mehr geöffnet hat und der Feuerwehrverein oder ein rechter Jugendclub die einzigen Angebote für Gemeinschaft sind. Es gibt Konzepte, dem demografischen Wandel mit Mitteln der Selbstwirksamkeit zu begegnen. Ich bin Fan der sogenannten Dorfentwicklung von unten. Dort schauen Menschen vor Ort, welche Änderungen es braucht, um ihre Lebensqualität zu wahren oder zu bessern. Wie wäre es mit einem Herz für jeden Ort? Ein Gebäude für Feste, Begegnungen für Tagesmutter und Tagespflege, Jugendclub, Dorfladen, Coworking Space für Selbstständige, Bibliothek, Kino, Tanz, Musik und Theatervereine. Kultur ist auf konstruktive Weise identitätsstiftend. Sie ermöglicht Gemeinschaft und Zusammenhalt. In der aktiven Auseinandersetzung mit Kunst werden Kritikfähigkeit und Empathie gestärkt und die Fähigkeit, Manipulation zu widerstehen. Kunst kann verdrängte Emotionen freilegen und Diskursräume öffnen, fernab von populistischer Vereinfachung. Auf diese Weise stärkt Kultur die Soft Skills der Demokratie. Last but not least, eine lebendige Kulturlandschaft ist ein unterschätzter Wirtschaftsfaktor. Kulturveranstaltungen bringen einen indirekten Anna, Nutzen für die Region. Deine Redezeit ist beendet. Ich muss dir reinreden. Wir haben keine Frage. Insoweit hättest du noch 3 Minuten, um dein Programm noch fortzusetzen. Möchtest du diese 3 Minuten nutzen? Dann hast du sie jetzt. Ruhe. Ich soll noch mal ausdrücklich um Ruhe bitten im Saal, weil das stört. Eine lebendige Kulturlandschaft ist ein unterschätzter Wirtschaftsfaktor. Kulturveranstaltungen bringen einen indirekten Nutzen für die Regionen. Stichwort Umwegrentabilität. Die Kultur- und Kreativwirtschaft liegt mit ihrem Jahresumsatz und der Beschäftigtenzahl in Sachsen gleichauf mit der Automobilbranche und dem Maschinenbau. Sie hat einen höheren Beschäftigtenzuwachs als in der sächsischen Gesamtwirtschaft. Auf der Skala von notwendig über nützlich zu nett wird Kultur oft als nettes Beiwerk angesehen. Zu unseren Mitbegründern, wenn ich daran erinnern darf, gehören kreative Querdenker wie Josef Beuys. Gern können wir dort auch zu unseren grünen Wurzeln stärker zurückkehren. Kultur ist nicht nur nett und nützlich, sie ist essentiell notwendig. Gerade weil sich unsere Gesellschaft in der Krise befindet, haben wir die Chance, das Rad nach vorn zu drehen. Und zwar nicht nur einen Impuls weiter, sondern gleich 2. Denn in einer Krise wird Energie freigesetzt und diese können wir kreativ nutzen. Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir? Wie, wenn nicht durch Kultur und ein Herz für jeden Ort? Bitte leiht mir dafür eure Stimme. Danke, Anna.